Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and welcome to the meeting, the Holy Spirit and His Guidance. Ich freue mich heute wieder mit dir im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again today in this meeting. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthuff Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. A Course in Miracles, published by Greuthuff Verlag and released by the Foundation for Inner Peace. Kapitel 15, der heilige Augenblick. Chapter 15, the Holy Instant. Römisch 5, der heilige Augenblick und die besonderen Beziehungen. Roman 5, the Holy Instant and Special Relationships. Absatz 2, Sätze 1 bis 3. Paragraph 2, Sentences 1 to 3. Wir verbinden uns erstmal im Geist. First we connect in spirit. Wir schließen die Augen. We close our eyes. Wir erinnern uns daran, an den Satz, höre auf zu suchen, denn du hast gefunden. And we remember the sentence, stop searching, you already found. Wir lassen den Satz ein bisschen wirken, während wir ihn nochmal im Hintergrund wiederholen, im Geist. And we let the sentence run and we let it repeat in the background, in our mind. Das sollte etwas zur Ruhe bringen. This should bring some quietness. Und jetzt sagen wir innerlich. And now we say inwardly. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Wir lassen den Körper leer werden und einen Zeitabschnitt unbesetzt. And we let the body become empty and leave a moment in time unoccupied. Sodass Gott leicht eintreten kann. So that God can enter easily. Wir fühlen uns ein. We feel within. Fühlen das innere Leuchten. And we feel inner glow. Wir lassen uns noch die Augen Christi anstatt derer des Körpers verleihen. And we let ourselves be given the eyes of Christ instead of the body's eyes. Indem wir innerlich sagen. By saying inwardly. Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du mir die Augen Christi verleihst anstatt derer des Körpers. Holy Spirit, I bid you that you give me the eyes of Christ instead of the body's eyes. Ja, öffnen wir wieder die Augen. And then we open our eyes again. Dann beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen mit dem Textbuch aus Ein Kurs in Wundern. And now we're going to be a bit busy with the text of A Course in Miracles. Zunächst mal lese ich die drei Sätze vor. First I'm going to start reading the three sentences. Und du kannst vom Verstehen wollen als das Haben wollen loslassen und die Erkenntnis aufdämmern lassen, indem du dich hingibst. And you can let go of the wanting to understand and as the wanting to have, and let the knowledge dawn in you by surrendering. Satz 1. Sentence 1. Die Vergangenheit ist die wichtigste Lerneinrichtung des Ego, denn in der Vergangenheit hast du gelernt, deine eigenen Bedürfnisse zu definieren und dir Methoden angeeignet, sie in deinem eigenen Sinne zu befriedigen. The past is the ego's chief learning device, for it is in the past that you learned to define your own needs and acquired methods for meeting them on your own terms. Satz 2. Sentence 2. Wir sagten, Liebe auf einen Teil der Sohnschaft zu begrenzen, heiße, Schuld in deine Beziehungen zu bringen und sie damit unwirklich zu machen. We have said that to limit love to part of the sonship is to bring guilt into your relationships and thus make them unreal. Satz 3. Sentence 3. Wenn du bestimmte Aspekte aus der Totalität herauszutrennen suchst und dich an sie wendest, um deine eingebildeten Bedürfnisse zu befriedigen, versuchst du, die Trennung dazu zu benutzen, dich zu erlösen. If you seek to separate out certain aspects of the totality and look to them to meet your imagined needs, you are attempting to use separation to save you. Wir lassen alles im Geist sinken, sich ausdehnen. We let everything sink in and let it and itself. Fühlen uns ein. We feel within. Und kommen zur Feedback-Runde. And we come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich ruhig und dankbar. I feel quiet and grateful. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden dir an deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, grateful and at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. We connect for some seconds with my feedback. We feel within. Öffnen die Augen wieder und kommen jetzt zur Erklärungsrunde. We open our eyes again and now we come to the explanation. Also, ich habe schon mitbekommen, heute geht es um etwas Wichtiges. So I already noticed that today it is about something important. Natürlich ist alles gleich wichtig. Jeder Satz hier im Kurs ist gleich wichtig. Es gibt nichts, was wichtiger oder unwichtiger wäre. Of course, everything in this course is the same important. There's no sentence which would be more or less important than another one. Jeder einzelne Satz oder 3 Sätze können uns sofort in die totale Erlösung bringen, die hier drin stehen. Every single sentence or 3 sentences can bring us right away into salvation. Sogar ein Halbsatz kann das schon. Even half of a sentence can do this. Schauen wir uns den ersten Halbsatz einmal an. Let's take a look at the first half sentence. Die Vergangenheit ist die wichtigste Lerneinrichtung des Ego. The past is the ego's chief learning device. So, wenn wir diesen Halbsatz haben, haben wir die komplette Erlösung verstanden. So if we understood this half sentence, then we understand the whole salvation. Die Vergangenheit ist die wichtigste Lerneinrichtung des Ego. The past is the ego's chief learning device. Wenn du weißt, was das Ego ist und wenn du weißt, was eine Lerneinrichtung ist, dann weißt du, dass du dich vor der Vergangenheit hüten musst. If you know what the ego is, if you know what a learning device is, then you know how to... dass du dich hüten musst vor der Vergangenheit. Yeah. Yeah, that you have to watch out for the past. Also, dass du die Vergangenheit nicht als deine Lerneinrichtung sehen darfst. Meaning that you should not use the past being your learning device. Jedoch, was machen wir in einem normalen, in einem stinknormalen Leben? But what we do actually in our very normal life. Wir treffen Leute und erzählen Stories. We meet people and we tell stories. Wir erzählen aus unserer Vergangenheit, immer und immer wieder. We tell stories from our past again and again. Und das ist die wichtigste Lerneinrichtung des Egos. And this is the most important or the chief's learning device of the ego. Aber was sollten wir tun, wenn jetzt in der ganz stinknormalen Welt einer kommt und uns seine Story erzählen will? But what are we supposed to do then if someone in the normal daily life comes and wants to tell his story? Sollen wir weglaufen? Shall we walk away? Sollen wir es überhören? Shall we not listen to it? Da rein, da raus. Here in, there out. Was sollen wir tun? Wie sollen wir damit umgehen? What are we supposed to do? How are we supposed to deal with it? Sollen wir auf seine Geschichte eingehen? Are we supposed to go into his story? Sollen wir Hilfsbereitschaft anbieten? Are we supposed to offer our help? Sollen wir auf seine Geschichte eingehen und ihnen eine Beratung anbieten? Are we supposed to go into their story and offer counseling? Sollen wir ihnen ein Coaching anbieten? Are we supposed to offer him counseling? Genau zugeschnitten auf seine Geschichte. Yeah. Are we supposed to offer a coaching especially designed for his story? Was sollen wir wirklich tun? Also wir sollen ja wahrhaft hilfreich sein. What are we really supposed to do? We are supposed to be really helpful. Erinnere dich an diesen Leitsatz. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Remember this idea. I'm here only to be truly helpful. Ich bin hier, um ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. I'm here on the behalf of him who sent me. Ich brauche mich nicht zu sorgen, was ich tun oder sagen soll. I don't need to worry what I should do or say. Denn er, der mich gesandt hat, wird mich führen. Because he who sent me will guide me. Ich werde geheilt, indem er mich lehrt, wie man heilt. I'm healed by him teaching me how to heal. Oder ich lerne zu heilen, indem er mich lehrt, wie ich mich selbst heilen kann. Nochmal? Sag's nochmal bitte. Ich lerne von ihm zu heilen. I learn to heal from him. Ja. Indem er mich lehrt, wie ich mich selbst heilen kann. By him teaching me how I can heal myself. Wir müssen zuerst lernen, uns selbst zu heilen. First we have to learn to heal ourselves. Was haben wir gelernt, wie wir uns selbst heilen können? What did we learn? How can we heal ourselves first? Wie geht das? Wie funktioniert das? Was müssen wir tun? How does it work? What do we have to do for this? Du weißt es schon, du hast schon die Antwort. You already know it, you already know the answer. Zurücktreten und ihm die Führung überlassen ist die Antwort. Stepping back and let him lead the way, that's the answer. Sich keine Sorgen zu machen, was ich tun oder sagen soll. So not to worry about what to say or what to do. Es einfach dem großen Flow überlassen. Simply leave it to the great flow. Und nicht denken, ich könnte etwas falsch machen oder ich habe etwas falsch gemacht. And not to think I maybe could do something wrong or I did actually something wrong. Dann wärst du selbst nicht mehr geheilt, weil du hättest Schuldgefühle. Because then you in this moment are not healed yourself because you have feelings of guilt. Du wärst nicht geheilt. You wouldn't be healed. Denn du bist jetzt schon geheilt. Because you are healed already now. Du bist heilig. You are holy. Das ist noch mehr als geheilt sein. This is even more than being healed. Du selbst bist die Heiligkeit. You yourself, you are holiness. Du bist dadurch der Heilsbringer. And therefore you are the bringer of healing. Das heißt also, einzig und allein schon dadurch, dass du da bist, passiert schon Heilung. So that means only because you are simply existing, you are already bringing healing. Ist also egal, was dein Bruder dir für eine Geschichte erzählt, du brauchst nicht die Augen zu verdrehen. So therefore it doesn't matter what kind of story your brother is telling you. You don't need to turn your eyes somewhere. Turn your eyes back. Jetzt geht es einfach darum, wahrhaft hilfreich zu sein, einfach nur da zu sein. Now it is about only to be truly helpful, simply to be there. Vielleicht schweigst du einfach und hörst erstmal nur zu und lässt ihn ganz viel erzählen und bist da. So maybe first you Simply you are quiet and you simply listen and let him talk. Und du kannst auch mal leicht nicken. And maybe you cannot. Du spielst eine Rolle in der Erlösung. You play your part in salvation. Eine heilige Rolle, die dir vom Heiligen Geist zugeteilt worden ist. A holy part which was given to you by the Holy Spirit. Das heißt nicht, dass du dir jetzt ein Zepter nehmen sollst und eine große Haube aufsetzen sollst und den Papst spielen sollst. So this doesn't mean for you to take like a scepter and to put on a big hat and to play the Pope. Das ist auch eine heilige Rolle, aber das ist nicht die heilige Rolle, die du spielen sollst. This is also a holy role or a holy part, but not the one you are supposed to play. Deine Rolle ist nur, ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin hier, um ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. Ich brauche mich nicht zu sorgen und so weiter. Your role is only that you are here only to be truly helpful. I'm here to represent him who sent me. And you do not have to worry about what to say and what to do and so on. Das heißt, du musst also einfach nur da sein. And that means you simply have to be here. Du machst eine ganz normale Arbeit in der Welt. You simply do your normal work in the world. Nur es geht nicht darum, wie viel du da verdienst. But it is not about how much you earn. Es geht nicht darum, in der Welt ein Ziel zu verfolgen, also einen Aufstieg in der Welt zu machen. So, it is not about to have any goals in the world and to einen Aufstieg in der Welt zu machen. To step up. Mhm. To step up in the world. Da kannst du ruhig die kleinste Rolle in der Welt spielen. Das ist super. So you can, without any problems, you can play the smallest role in the world. That's great. Erinnere dich einfach an die Worte von Jesus. Simply remember the words of Jesus. Ich bin der Sklave eures Niedrigsten. I'm the slave of the lowest. Das ist deine Funktion. This is your function. Gut, oder? Gefällt dir bestimmt. That's great, no? I guess you like it. Okay. Lass mir weitermachen. Lieber schnell weitermachen. Let's go on. Bevor es noch leicht. Let's quickly go on or continue before you give it a like. Also wir sind hier immer noch bei dem ersten Halbsatz. Die Vergangenheit ist die wichtigste Lerneinrichtung des Ego. So okay, we are still here in the first part of the sentence. The past is the ego's chief learning device. So this we understood. Also bedeutet das, dass wir lernen müssen zu vermeiden, die Vergangenheit zu sagen, zu denken, eine Story zu erzählen? Ist es das? So does it mean that we should avoid to talk or to think in the past? Ich glaube nicht. Is it this? I don't think so. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas vermeiden sollen. I don't think that we should avoid anything. Weil in einem Kurs in Wundern selbst steht ja drin, versuche nicht, etwas zu vermeiden. Because also in the Course of Miracles it is written, don't try to avoid anything. Weil Im Kurs sagt uns der Heilige Geist, Vermeidungsstrategie funktioniert gar nicht. Because the course says to try to avoid something as a strategy doesn't work. Wir können einen kleinen Versuch machen, um das zu beweisen. And we can make a little experiment to prove it. Denk jetzt mal nicht an einen rosa Elefanten. So now don't think of a pink elephant. Hat es funktioniert? Did it work? Konntest du es vermeiden? Were you able to avoid it? Oder siehst du den rosa Elefanten etwa? Or do you maybe even see the pink elephant? Das ist so eine alte Übung, du kennst sie schon längst. This is like an old exercise and probably you know it already. Und ich bin auch nicht hier, um etwas Neues zu erzählen. And I'm also not here to tell you something new. Ich erzähle dir einfach nur das, was schon wahr ist. I'm only telling you what already is true. Und das ist nicht neu. And this is not new. Wir sind hier keine Werbungsveranstaltung. Wir sagen nicht jeden Tag, ich habe hier was Neues für dich. So this is not like publicity telling you every day, I have something new for you here. Sind wir nicht. This is not what we are. Jedoch, wie sollen wir vorgehen? Was hat uns der Heilige Geist in den ersten Seiten von Ein Kurs in Wundern schon gesagt? But how should we proceed? What did the Holy Spirit tell us already in the first pages? Tu nur dies. Only do this. Das sind die drei Worte. Those are these three words. Ja, und was ist es, was du nur tun sollst? And what is it what you are supposed to do only? Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Be vigilant only for God and his kingdom. Gib allen alles, damit du hast. Give everything to all so that you have. Lehre nur Frieden, damit du Frieden hast. Only teach peace to have peace. Was ist das? Tu nur das, tu nur dies. This is the do only this, only that. Was ist deine Funktion? Was ist die Funktion eines Wunderwirkenden? Du bist ein Wunderwirkender. What is your function as a miracle worker? Ja, in Englisch heißt es Miracle Worker, da heißt es also Wunderarbeiter, ne? Yes. Und in Deutschland heißt es Wunderwirkender, also hier ist es nur eine Wirkung. Yes. So. Also was heißt nochmal Ursache und Wirkung? Cause and Effect. Also wir sind nur Wundereffekte. So we are only the effect of a miracle. Also wir sind sozusagen am Ende der Nahrungskette. So we are at the very end of the chain of nutrition or the food chain. Was das Wunder angeht. In regarding the miracles. Das Wunder selbst ist eine Lerneinrichtung. The miracle itself is a learning device. Wir sind nur die Auswirkung des Wunders, ein Wunderwirkender. Nochmal we are only the effect of a miracle. We are miracle workers. Aber wir tun nichts. Wir sind keine Worker. Wir sind keine Arbeiter. Wir tun nichts. But we actually do nothing. We are not working. Wir setzen nur unsere Wachsamkeit für Gott und sein Reich ein. We only are vigilant for God and His kingdom. Also wir sind fleißig nur auf einer bestimmten Ebene. So we are only working on a certain level. Fleißig? Was heißt fleißig nochmal? Wenn man jetzt das Wort Fleiß nimmt, da schauen wir nochmal nach. Diligent. Also wir sind nur fleißig auf einer gewissen Ebene.